Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Together auf dem Dammacache-Server mit Sreiter. Ja, hallo und recht herzlich willkommen. Wir sind noch am Kathedrale bauen. Genau. Und ja, diese Folge kommt etwas später, weil ich Probleme mit meinem Computer hatte. Aber es hat sich geklärt. Ja, läuft jetzt wieder. Und wir sind ja schon relativ weit hier vorne. Das erste Stück von den drei Bereichen ist ja schon fertig. Im zweiten sind wir da auch schon fertig? Nein, oder? Ich glaube, wir sind schon so weit. Wow, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich wollte, glaube ich, unten alles ausholen. Ich muss mir Schaufel machen. Tatsächlich, wir sind schon weiter vorangeschritten, als ich dachte. Tja. Gut, super. Ja, dann sind wir im nächsten Teil schon wieder dran. Ja, größeren Kopf, alles klar. Okay, dann gucke ich mal, dass ich da irgendwie auch hochkomme. Ja, habe ich sogar geschafft. Wunderbar. Ja, jetzt bin ich aber am Überlegen. Ne, dann baue ich erst da unten weiter, ne? Warte mal, wenn ich nicht alles täusche, habe ich doch schon alles ausgehöhlt, oder? Musste ich dann noch einen weiter. So, nee, das Fenster passt. 1, 2, 3, 4, 5 Steine. Und da ist auch schon 5 Steine. 1, 2, 3, 4. Okay, da ist das Fenster. Das war jetzt so mein Übergang, ne? Ach so, ich dachte, den hätte ich gemacht. Nee, da war ich überall. Schön, okay. Das so reicht erstmal. So, ja, Fenster ist 1, 2, 3, 4, auch 5 breit. Gut. Eins, zwei. Aber das Fenster ja kann ich rausmachen, oder? Den Sand aus dem Fenster kannst du dann da machen, ja. Hallo? Hallo. Er wollte den Stein nur nicht setzen, das war's. 3, 4, 4 und 5. Na komm schon. 2, 3, 4, ja, 5. Ich weiß, woran es liegt. Irgendwie hakt meine Maus. Diesmal ist nicht mein Computer. Okay, Inventar, neue Steine haben wir auch noch. Wunderbar. 64 mal 3, nee, mal 4 sogar. Wow, reichlich Steine erstmal. Den Boden muss ich noch ausfüllen, denn da muss ja noch Holz hin. So. Das ist jetzt aber hier die perfekte Höhe, wo die Sachen jetzt hier alle sind, oder muss ich noch einen tiefer? Weiß ich jetzt gar nicht. Bin ich mit dem Fenster, muss hier noch eine Lage ins Fenster rein, oder ist das so hoch wie die anderen Fenster? Noch eine rein. Mal gucken, noch eine Lage rein. Ja. Gut. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, gucke ich erstmal die anderen Seiten da an. Oh, hier geht's runter. Wie weit ich da gehe. Ich bin mir ganz schön erschrocken gerade. Okay. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Kannst du mir noch ein paar Steine geben? Sofort. Nächsten Stack da und Q war das, ne? Ja, aber du musst Steuerung Q drücken. Ja, ich sehe schon gerade, dass da nur einer runtergefallen ist. Okay. Gut, danke. Kann ich hier weiterbauen? Vielleicht soll ich nicht so weiterbauen. So, hier vorne bin ich mir jetzt nicht sicher. Ein Fenster dürfte da eigentlich nicht, höchstens oben weiter, wenn aber das normale Fenster ist. Was soll das hier hinten so bedeuten, dass da so... Was meinst du? So einzelne Pfeiler stehen. Das waren einfach nur Abmessungen, dass da die Dingens lang muss sozusagen. Mhm. Das ist sozusagen unser Außenmaß. Ich baue es mal gerade rund, dann siehst du, wo ich meine. Das sag schon, super, hat wieder gut geklappt. Na, sag schon.
Der Grundriss. Ah, hier hinten geht's aber noch weiter, oder was? In der Mitte hinten kommt der Turm drauf. So, jetzt müsste eigentlich der Grundriss von der Mauer durchgängig überall sein, oder? Hier, wo du jetzt drinne am Fuhrwerken bist, das ist der Turm. Oder das wird der Turm. Ist das abgeschlossen? Also ist das eine Tür durchgehbar wahrscheinlich, ne? Nee, da kommt der Altar unten auch reingestellt, denke ich mal, ne? Achso, ja, genau. Fehlt ja noch. Habe ich gerade vorhin nicht dran gedacht, dass es auch noch einen Altar in der Kirche gibt. So. So. Oh, jetzt habe ich Schaden gehabt. Vollschaden. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht schon mal aus, oder? Ich weiß nicht, ich mag irgendwie das Geräusch nicht, wenn man Grasblöcke abbaut. Okay. Es ist so hoch. Das ist das, wenn man nur Dreck abbaut, viel angenehmer. So, jetzt muss ich mal gucken, wie hoch wir hier müssen, ne? Ich gehe mal jetzt, glaube die nächste Kuppel bauen. Es wird allerdings dunkel, ne? Sollen wir erst eine Runde schlafen? Das könnten wir gut machen. Ich hülle gerade nur noch schnell aus. Ja. Oh, jetzt ist die Schaufel kaputt. Mache ich gerade noch hier die Reihe und dann. Super geklappt. Der Mond geht auf. Ich lieg im Bett. Okay. Ich noch nicht. Jetzt wird die Reihe noch zu Ende gemacht. Jetzt komme ich aber rüber. So. Da ist die Nacht auch rum. Weiter geht's. Muss mir erstmal eine Schaufel Axt machen. Schaufel, nicht Axt. Mit einer Axt Dreck wegzumachen ist ein bisschen so idiotisch. Würde ich mal behaupten. Jetzt muss ich gucken, dass ich da irgendwie hinkomme, ne? So, das ist da richtig eigentlich, aber so. Jetzt müssten wir da noch einen dran bauen. Da muss einer hin. Ne, den lasse ich. Ja, ich muss das von oben, glaube ich, bauen. Das ist einfacher wie von unten. Gehe ich mal von aus. Das war ja irgendwie klar, dass wir da ein zu viel setzen. Jetzt brauche ich wieder Steine. Okay. Wie viel hast du noch? Ja, ich kann dir noch einen ganzen Stack, glaube ich, geben. Oder? Ne, ich habe auch nur noch ein bisschen mehr wie einen habe ich nur noch. Ich guck mal gerade in der Truhe. Vielleicht ist da noch was. So, da. Nein, da liegt gar nichts. Sollten wir noch welche machen, oder wie? Ja. Liegen da jetzt welche, oder? Wo? Ne, liegen keine. Ich habe jetzt keine geschmissen. So ein paar runterwerfen. Kommen sie an? So halb, ja. Gut. So, jetzt muss ich da runter. Und immer da einen dran pappen, oder? Eigentlich, glaube ich, das war so, ja. Und hier ist, glaube ich, Sabbat. Und wenn ich jetzt da die Erde dran im Bar, dann müsste das auch funktionieren.
Der Boden wird aber aus Holz gemacht, ne? Oder? Ja, da oben der Empore oder meinst du ganz unten? Ganz unten. Ne, ganz unten sollte ein Steinfußboden sein. Der muss nicht unbedingt sein jetzt wie die Außenwände. Aber hatten wir da nicht irgendwo schon so einen Ansatz gemacht? Nein. Wir hatten hier so Smooth Andesit oder was auch immer. Für den Vorraum, meinst du das? Okay. Was weiß ich jetzt nicht. Haben? Könnte sein. Wo bist du? Oben auf dem rechten Flügel. Wenn man dann, ne? Wo liegen die Steine? Ich hab die da, ach, das... Hast du welche gekriegt? Oder nee, ich hatte... Da oben drauf liegen welche. Siehst du sie? Hier oben, ja, hier. Kommst die du dran da, oder was? Nee, nee, die sind für dich. Ich hab ja alle. Achso, du hast genug noch Steine. Hm? Die liegen da oben auf dem Flügel drauf, da wirst du wahrscheinlich okay. Gleich hinkommen. Muss dich beeilen, 5 Minuten sind sie weg. Wo hier liegen oben? Sie? Hier über mir. Ganz, ganz oben, oder? Über ah, da mir. Sehe ich sie, ja. Müsstest du versuchen, so schnell wie möglich hinzukommen. Ja, geht aber eigentlich. Obwohl, vielleicht weiß doch... Obwohl, aus welchem Stein machen wir jetzt... Aus welchem Stein was ist denn, wenn du... Du bist doch jetzt da unten, ne? Ja. Und da hinten rechts ist was für... Ach, das ist Original, oder was? Da ist Kupfer... Na, Kupfer ist das nicht, aber sieht so aus von hier oben wie Kupfer. Vor dir jetzt. Granit. Granit. Was ist links neben dir? Andesit. Das ist das, was man hatten wir nicht Andesit in irgendeiner Form für den Boden machen wollen? Kann das sein? Ja, das haben wir, wie gesagt, im Vorraum. Ah, den sehe ich jetzt natürlich hier nicht, ne? Das ist... Ich weiß nicht, wie er bei dir aussieht. Kann man den so vereinen oder muss man... Ja, warte, ich zeig's dir. Ah, polished ist doch was anderes, oder? Weiß nicht. Ich guck mal gerade. Na, ist dasselbe. So, wo bist du? Hier oben noch. Dann kann ich dir gerade einen zeigen. Ich versuche, ob ich ihn hochwerfen kann. Sonst bauen doch da vor dir jetzt mal auf diesen Erde hin, dann sehe ich doch, wie er aussieht. Macht jetzt nicht so einen tollen Eindruck, oder? Bei mir auf jeden Fall. Ja, bei mir. Naja, sieht aus wie ein ganz normaler Stein. Halt. Kann man den doch irgendwie... Anfeuern kann man ihn nicht. Muss ich gucken, dass ich die da dran kriege irgendwie. Da muss da auch einer hin, ne? War jetzt eine doofe Idee, den Werkzeug so langsam vor, warum auch immer. Ein schnelleres gewöhnt. So. Irgendwas passt hier wahrscheinlich gleich nicht, oder? Dann habe ich doch einen übersehen. Habe ich doch einen mehr als ein Stack. Der ist jedoch verkehrt, oder? Aber eigentlich muss es so sein. Ne, irgendwas habe ich mich jetzt verbaut, glaube ich. Nee, das war schon wiederum richtig. Der muss dahin, ne? Ja.
So, das passt. Ich denke mal, den Altar macht man auf einer Höhe eine Ebene höher, oder? Weiß nicht. Ja, ist jetzt hier so eine Frage, eins, ne? 1, 2, 3, 4. Weil ein Altar ist meistens auf einer Erhöhung, wenn ich mich recht erinnere. Meinst du, machst du ein Podest hin, oder was? Ja, so ein kleines, was ein höher ist. Okay. Den hätte ich da jetzt nicht setzen müssen, aber auch egal. So, meine Spitzhacke ist kaputt. Und die Folge ist auch schon wieder 17 fertig. Minuten knapp. 16. Okay. Ich denk mal. Wir sollten aufhören. Ist gerade so schön zu bauen. Ja, aber ich habe keine Steine mehr, also für mich ist es nicht mehr so schön. Okay, ich muss da gar noch irgendwie hoch. Da will ich noch einen hinsetzen, damit ich das nächste Mal hab. Und da vorne ist die Sonne. Muss ich noch da reinlaufen. Ups. Ha. Da muss da einer drauf. Oh, das kommt wohl hin, ne? So, kurz noch. Zwei Steine. Und dann gucken wir. Gehe ich mal runter und gucke mir das noch an, ob das so richtig gebaut ist. Was denn? Die Kuppel. Sieht richtig aus. Sieht richtig aus, ja. Das da hinten, ne? Das da hinten. Wo ich jetzt hier oben bin. Da muss noch ein Stein da weg, eine Erde weg, aber passt der? Sonst passt's. Und dann geht unser runter. Okay. So. Okay, dann gehen wir Richtung Bett, oder? Oh, können wir machen. Musik setzt schon ein. Ich höre keine Musik. So, bist du schon im Heierbett? Nein, jetzt gleich. Schlafen wir gerade noch durch. Obwohl, ist vielleicht auch nicht sinnig. So einen Unterschied macht das jetzt auch nicht. Ja, genau, okay, dann sind wir schon wieder ein Stück weiter. Genau. Gehen wir gerade nach hier vorne, man sieht das ja. Ist wieder ein ganzes Stück weiter. Gut, dann würde ich sagen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.